Dann gehen wir das Tier jetzt verkaufen. Tier. Hey, Wildpferde. Jo, sagt er. Brauchen das Geweih auf jeden Fall. Ah, Häuten. Geht doch. Oh Mensch, das ging aber schnell. Schlechtes Waipiti-Fell, ja, das war klar. Legen wir auch mal drauf. Was soll's? Ich glaube, aber ich glaube, jetzt können wir das Vieh nicht mitnehmen, ne? Das können wir eh nicht tragen. Ah, okay. So, hier haben wir $70 Kopfgeld. Ich habe keine Probleme, Alter. Ich werde auch gleich meine Schulden bezahlen hier. What's it to be? Can't you see good? Watch it. Pass du doch auf, du hast doch das Brett an, auf der Hand. So, wo haben wir es? Um $41,80. Das ist gut. Dann gehen wir unsere Schulden bezahlen hier. Back after what you stirred up, keep yourself in check or you'll wish you stayed away. Just get out of my way. Excuse me. Kopfgeld bezahlen. Alright, let's get those sins washed away. $85. Ja, machen wir, komm, alles bezahlen. Was soll's? Dann sind wir wieder schuldenfrei. So. Dann haben wir jetzt Schulden Nummer 1 eingetrieben. Schulden Nummer 2 sind hier unten, glaube ich, eben. Ja, ganz hier unten. Mal gucken, ob hier irgendwo der Albert Marson ist. Der ist gerade tatsächlich nicht unterwegs. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier Win Hodges. The Huge. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Huges. Liebe Gwendolin. Mister.
Mister? Ja. Hey there, Mister. Ich sollte hier auf dem Weg bleiben. Wäre besser. Hey there, Mister. Behalt ihn doch einfach mal die Waffe in der Hand, Mensch. Hä, wer ist denn das jetzt? Wer hat denn die Viecher jetzt verjagt? Na toll, ey. Schön weit daneben geschossen, ja? Oh, das ist ein Pferd. Ups. Hier ist viel zu viel Verkehr, finde ich. Na komm, nimm's doch jetzt endlich. Klettenwurzel. Ah, da drüben ist ein Vieh.
Das war ein glatter Durchschuss. Sehr cool. Sollte jetzt eigentlich hoffentlich ein gutes Fell sein, oder? Warum? So langsam verstehe ich diese Logik nicht mehr dahinter. Aber warum ist jetzt das ganze Fell versaut, wenn er das Fell am Kopf eh nicht abmacht? Das verstehe ich nicht. Ne, das wollte ich gar nicht. Da komm her, Pferde. Pferdilein. So. So. Okay, Girl. Den Kräutersammler. Okay, ich komme mal rum. Tobacco. Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. Whatever you say. Well, I say, why buy shells when you can make your own? Well, plenty left here if you're interested. I'd best keep moving. Okay. Okay then, girl. That it. Indianer-Tabak. Klingt auch so komisch, ne? Zigarettenmarke American Spirit. Hey, Mister. Hey, Mister. Was ist mit ihm? Plünder den mal auf Kopfhöhe. Brief an Bonnie McFarlane. Meine liebe Miss McFarlane. Es tut mir leid, ich habe es gesagt. Es tut mir leid. Sie haben recht, ich lasse zu, dass Dinge in meinem Kopf außer Kontrolle geraten. Das war schon immer so. Ich verstehe das, aber ich liebe sie. Wir sind füreinander bestimmt, das ist unser Schicksal. Das weiß ich, denn ich habe uns in einem Traum gesehen, in dem wir unsere Kinder großzogen. Sie waren sehr glücklich als meine Frau und ich war sehr stolz, ihr Mann zu sein. Träume lügen nicht. Und ich ebenso wenig. Ich gehe fort, um mein Glück zu machen, und wenn ich als reicher Mann zurückkehre, werden sie sehen, was für ein guter Ehemann ich für sie bin, was für ein guter Vater für unsere Kinder. Und nein, ich werde niemals erwachsen werden. In dieser Hinsicht lagen sie falsch. Ich habe ihnen noch so vieles zu sagen. Ich werde diesen Brief später weiterschreiben. Aber glauben Sie mir, wenn ich sage, dass wir für ein langes, glückliches Leben miteinander bestimmt sind. Selbst Ihr Vater wird das irgendwann einsehen und mich akzeptieren müssen. Trotz meiner niederen Herkunft. Okay, wir drehen den mal um. Achso, das ist dann einfach das gleiche noch. Okay. Mal sehen, was er da drin hat. Tabak. Munition ist gut. Geld ist auch noch drin. $11 waren da drin. Ja, das ist kein sehr großer Reichtum, aber egal. Er ist wie ein einsamer Mann am Strand gestorben. Aber mit seinen Träumen, würde ich sagen. Also hat er ja nicht alles falsch gemacht. So.
Ah, hier waren wir doch vor kurzem erst. Da waren wir, hier waren wir doch letzte Woche erst, wenn ich mich nicht irre. There's a girl. Look out! Hey, partner! Hmm. Wieder gebrannter Hof. Ja, schon doof, ne? Wenn so ein Hof plötzlich abbrennt. Vor allem war das ja damals auch immer das ganze Leben eines Menschen. Entschuldigung. Das war ja damals tatsächlich so immer das ganze Leben eines Menschen, so, ne? Sein Haus und Hof, ne? Soll ich hier kein Aufsehen erregen? Ja, das habe ich auch gar nicht vor. Ich will hier eigentlich nur was verkaufen, wenn ich schon mal hier bin. So, was haben wir denn hier? Erstmal das Fell und den Kadaver. Genau, verspotte mich nicht. Office. Still don't look quite right. Oh. Whatever you want, it's on me. Okay. Appreciate it. What can I do for you? Yeah, guy with the snake bite says I can put something here on his tag. That fool? Jesus. If it's not one thing, it's another with him. But he pays his oath, so who am I to argue?
Let me know what you choose. I'll add it to his list. Okay, wir gucken mal in den Katalog. Und dann schauen wir mal, was wir uns da holen, ne? Jagd- und Angelzubehör, Pferdepflege, Kleidung. Oh, Kleidung. So richtig, erstmal ein ganzes Outfit hier. Okay. Kavalier, Graf, Glücksspieler. Nee, Glücksspieler will ich nicht. Ich will doch kein. Was war das denn da eben für ein Hut? So eine Schiebemütze. Bulldogger Hut. Große Index. Was haben wir denn sonst da? Jagd- und Angelzubehör. Mal schauen, was wir da Schönes haben. Pfeile. Taschenuhr. Okay, Kavalier. '98, '86. Komm, wir nehmen das Ding, komm. Okay, okay, okay. Glücksspieler, Graf, Corson und Heartlands. Obwohl Glücksspieler auch irgendwie cool aussieht, oder? Ich finde, das sieht auch ziemlich cool aus. Kann ich mich drehen? Nee. Ah, kommen wir mit dem Glücksspieler. Das Ding kaufen wir. Wieso nicht? Warum kann ich den nicht kaufen? Ja, wieso kann ich den nicht kaufen? Oh, echt jetzt? Ach komm, kaufen wir den. Kavalier. So, was soll's. Pick something up on your tab. Thanks again. Good luck to you. Thank you. So, dann gehen wir hier mal rein. Ballard Undertaker. Are you never gonna get the hang of this? Dad don't care if it's pretty, right? Ah, da ist er. You want a fitting? Gwen Hughes? Start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? All right. Mm-hmm. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but this ain't exactly right. What we're doing. So wie? You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, I ain't doing this myself. Come back. Komm back! Ach ja. Er sieht aber nicht unbedingt sehr heilig aus, der junge Mann, ne? The morality of the matter is a little more confusing than that.
Arthur ist genervt. Aber richtig genervt. First Church of Rhodes. Okay. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Boah, Alter. Jesus. But she got a bunch of jewels in there that she don't need. Alter. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. Na toll. Don't be shy. Ain't no one around. Just my auntie. You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister. Good day now. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Schreibt die da drauf oder was macht die? Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Okay. It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Da kommt die erste Friedhofgängerin. Da werden wir gleich mal was erzählen hier. Sagen, hier ist die Beulenpest ausgebrochen oder so. So. Sorry. Church grounds are closed. Okay, it's good of you to be doing it out of hours, I guess. Was? I'll come back in the morning. Alter, was hatte die vor? Alter. Ah, da kommen die nächsten zwei Herrschaften, würde ich sagen. Sure would. Huh? Hey, look, we're closed for some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oh, damn choir boy. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard! You gonna get it! Shit. Not sure. This hole's dug. So, mal ein bisschen was mitnehmen hier noch. Auf jeden Fall gibt es immer einen Haufen Gürtelschnallen. Das ist schon mal was Schönes. All right, well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What'd you find? Oh, she had a brooch here. Looks like diamonds. Well, this'll do. Now get out of here, before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. Ja, mach mal, ciao. That's more than clear what... Okay, haben wir hier irgendwo einen Hehler? Da oben ist ein Hehler. What I owe you. Gut. Oh.
So, da verkaufen wir noch mal ein paar Sachen, würde ich sagen. Alter, dieser Ort hier, ne? Eine richtige Redneck-Gegend. Nice to see you again, Miss. Nice. Sift through, see what you like. So. Sure, let me see. No questions asked. Well, I did hear that. P akzeptiert den nicht. So, dann bringen wir das mal zu Leopold. Dann. Dann bringen wir das Ding einfach zu Mr. Strauss. Hey, friend. You ugly bastard. Okay, okay. Keep your hair on. What the hell you doing? Hey. So, wir wollen dann mal gucken. So, hier unten haben wir noch Dutch, da haben wir Grace. Wir reiten einfach mal zu uns. Einbruch, Sean. Ja, der Einbruch. Wir können ja auch regelmäßig mal einbrechen irgendwo. Die Rednecks, ey. Das sind so die Einwohner aus The Wrong Turn oder sowas. So die richtig schlimme Sorte. Hase fällt, wenn der Gaul das schafft. Ja, genau. Das wäre jetzt was, ne? Hey, Kollege. It's my life. Oh, hey there. Why don't you join me and have a seat over here by the fire? Oh. By the fire. Na komm. Was soll's? Nee, ich würde sagen WB. Bone dry. Das ist ja doof. Sins I'm carrying around. You won't even believe. But if I had a little whiskey to loosen up my tongue a little, I might tell you. Looks like you've had plenty, friend. Please, mister. I'm sure she was a swill of that old fire water. Ah, yeah. I ain't giving you any liquor, mister. You're this thirsty, you go drink from a lake. Ist immer unhöflich. You ain't want to hear it. Not like I care. Das siehst du. So, ein bisschen unhöflich sein, ein bisschen Ring des amerikanischen Ureinwohners. Okay, girl. Okay, girl. Yep.
Och Mann! Piss dich, Alter. Oh, nerven diese Leute, ne? Warum wird denn das auf einmal so dunkel? Mann, 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 Mann. Unglaublich. I Jerusalem så är idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. Gar nicht zum Spiel, aber egal. Ja, das stimmt allerdings. Hassan! Muss ja auch nicht immer passen, finde ich, ne? So, aufheben. So, aus Gründen hat das Vieh aber auch nur einen Stern. Der Weißedelhirsch. So, dann reiten wir mal in unser Dorf, legen uns noch mal pennen und dann... Jetzt auf einmal wieder hell. Sag mal, was ist denn mit dieser Welt los? Kann sich die Welt mal entscheiden, irgendwie? Hell, dunkel, hell, dunkel. Ich weiß nicht, was wir heute da haben. Was war denn normal? Ich will jagen oder wird's dunkel? Macht Sinn. Mann, 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 doch. So. Binden wir die liebe Analyse mal an. So. Wir spenden einmal ganz kurz. Und zwar das und das. So. Irgendwie ist mein Stuhl komisch. Der war so niedrig. Mir gerade aufgefallen, jetzt ist er wieder ordentlich. So, ja, mehr haben wir nicht, ne? Wir können hier ein paar Fische noch spenden, aber das machen wir jetzt nicht. Alles spenden, ganz bestimmt nicht. Was sollen denn die anderen machen? So, wir gehen mal an das Buch. An die Kiste und dann hoffe ich, dass wir die Broschen spenden können. Ah, die ganzen Schulden einlagern. Deko, wie viel sind das? $34. $3.10. Ja, sehr gut. Kontrollbuch. Wir gucken mal. Ledger. So.
Alter, was war das denn? So, hier können wir noch wieder auffüllen. Für alle. Rot, mehr Platz anbinden wäre hilfreich. Reisende getroffen, der ein altes Boot verkauft. Nützlich. Ja, ich denke, ne? Aber wir haben ja ein Boot draußen schon. Alle übrigen Zelte im Lager verbessern. Verbessere alle übrigen Unterkünfte. Erhöht die allgemeine Stimmung im Lager. Das hier, kaufe eine Pferdestation für das Lager. Hole deine Pferde aus Ställen zu dir oder rufe dein Pferd ins Lager zurück. Kaufe ein Boot für das Lager. Einfacher Transport und Zugang zu Müllplätzen. Egal. Machen wir ein anderes Mal. So, dann gehen wir mal unser Lager und legen uns mal eine Runde pennen. Und wir ziehen uns auf jeden Fall mal um. So. Das sind die, die er mit hat, ne? So. Ich wollte schlafen. Schlafen. Bis zum Morgen. 5 Stunden nur noch? Krass. Wie spät sind das dann? 5? Dauern Runde pennen. Rutsch, 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 rutsch. Blitzpennen nennt man das auch. Blitzpennen.